Liebe Freunde, Eva von Hayek, gestern bin ich ja sehr schön geehrt worden und habe auch schon einige Worte des Dankes dann an Sie gerichtet. Ich kann also gleich mit dem Thema anfangen, aber zunächst noch eine persönliche Reminiszenz an Eva von Hayek. Ich hatte gestern erwähnt, dass ich mit ihm und anderen zwei Wochen durch Israel gereist bin und ihn da auch persönlich kennengelernt habe und mit ihm auch private Gespräche geführt habe. Das war im Jahre 1968. Und er hatte damals gesagt, dass man den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft eingeführt hätte, wäre ein Fehler. Denn die Wirtschaftswissenschaft sei nicht so wie Medizin, Physik oder Chemie. Das wäre eher eine Kunde als eine strikte Wissenschaft. Dann hat er dann selbst im Jahre 1974 zusammen mit Gunnar Myrdal den Nobelpreis erhalten. Und seine Skepsis gegenüber der Profession hat er auch dadurch ausgedrückt, dass er seinen Nobelpreisvortrag die Anmaßung von Wissen genannt hat, wobei er dann auch seine Kollegen abgestellt hat. Aber ich muss sagen, dieser Nobelpreis, diese Verleihung des Nobelpreises hat ihm gut getan. Denn er war nicht so bekannt, wie er heute war. Und dieser Nobelpreis hat seine Ideen wieder in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Und zwei dieser Ideen sind ganz zentral für sein Werk. Das ist einmal Wettbewerb als Entdeckungsverfahren und das andere ist die Entnationalisierung des Geldes. Wettbewerb als Entdeckungsverfahren bedeutet, dass auf den Märkten Informationen entdeckt werden und Informationen ausgetauscht werden. Preise beispielsweise sind Informationsträger. Preise sind nicht Ausbeutungsorgane, sondern Preise sagen uns, was ein Ding, eine Leistung in der Welt wert ist. Und daher sind Preise für Güter, klar, man weiß, gut ist knapp, man kann es vergrößern, das Angebot, oder man verringert es. Das gilt auch für Mieten. Auch Mieten sind relative Preise. Ich meine, das ist so einfach, dass man meinen könnte, im Bundestag würden das die Leute auch begreifen. Nein, das begreifen sie nicht. Ja? Und das Nächste, was damit zusammenhängt, ist die Entnationalisierung des Geldes. Ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt. Und ein Kernsatz in seiner Entnationalisierung des Geldes lautet, wann kommt endlich die Zeit, wo wir nicht mehr vom Wohlwollen von Zentralbanken abhängen, sondern der Konkurrenzkampf der Banken untereinander uns ein gutes Geld beschert. Wer denkt da nicht an Herrn Draghi, von dessen Wohlwollen wir abhängig sind, der uns ausbeutet, weil er glaubt, er könnte so die Eurozone retten. Insofern passt also Eva von Hayek und seine Ideen genau auf diese Zeit, auch auf Europa. Mein letzter Satz dazu. Im Europäischen Parlament immer davon gesprochen wird, wir brauchen mehr Europa, dann heißt das mehr Kompetenzen für die Kommission und mehr Zentralisierung. Das ist nicht mehr Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, sondern man glaubt, alles über Beseitigung des Wettbewerbs zu besseren Ergebnissen zu kommen. Insofern ist auch Eva von Hayek für die Europäische Union von großer Bedeutung. Und jetzt spreche ich dann über das große Drama der 30er Jahre Weltwirtschaftskrise. Und ich zitiere John Hicks, auch ein Nobelpreisträger, einer der großen Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Und er schrieb über die Weltwirtschaftskrise, wenn die endgültige Geschichte der ökonomischen Analyse während der 30er Jahre zu schreiben sein wird, wird ein führender Kopf in dem Drama, es war wirklich ein Drama, Professor Hayek sein. Es ist nahezu in Vergessenheit geraten, dass es eine Zeit gab, als die neuen Theorien Hayeks entscheidend mit der neuen Theorien von Keynes rivalisierten. Wer hatte recht, Keynes oder Hayek? Hicks schreibt weiter, dass die Hayek'sche Theorie damals extrem irreführend gewesen sei, das stehe außer Frage. Dagegen ist die General Theory of Employment, Interest and Money von Keynes geradezu wie eine Droge inhaliert worden. Keynes sagte mit dem Titel The General Theory, alles was vorher war, ist nicht falsch, aber es sind spezifische Fälle. Ich liefere die allgemeine Theorie
der Beschäftigung. Was war die allgemeine Theorie? Er sagte, in den vorhergehenden Konjunkturtheorien gab es immer sozusagen das Kreisen des Geldzinses um den natürlichen Zins. Und das erklärt eben auch Konjunkturbewegungen. Aber dieses Kreisen des Geldzinses um den natürlichen Zins gibt es nicht mehr. Der natürliche Zins ist so abgesunken, dass keine Investitionstätigkeit mehr ausreicht, um die Spartätigkeit aufzunehmen. Und dann brauchen wir staatliche Interventionen. Dann müssen Löcher gegraben werden, damit Einkommen entsteht und am besten Löcher, damit keine Produktionskapazitäten neu entwickelt werden. Das hat die Welt damals verstanden. Das war das Allheilmittel für Beschäftigung. Das war das Allheilmittel, um die Welt zu verstehen. Und die Konsequenz davon war, dass sowohl Schumpeter als auch Hayek ihre konjunkturtheoretischen Arbeiten eingestellt haben. Denn es wollte niemand mehr von ihnen etwas wissen. Schumpeter hat dann seine monumentale Schrift The Theory of Economic Analysis geschrieben und Capitalism, Socialism and Democracy, wo er dann Marx weiterentwickelt hat. Und Eva von Hayek hat sich um die Sozialphilosophie gestürzt. Sie hat den Weltbestseller The Road of Serfdom geschrieben. Dieses Buch hat ja den Sozialisten allen Parteien gewidmet. Das haben wir ja eben gerade gehört, wie sich das auch entwickelt hat. Also es war schon eine prophetische Schrift. Und jetzt kommt etwas, was mich doch überrascht hat. Dass nämlich John Maynard Keynes seine vorbehaltlose Zustimmung zu diesem Buch mit folgenden Worten ausgedrückt hat. Aus meiner Sicht ist es ein großes Buch. Wir alle haben den größten Grund, Ihnen, Eva von Hayek, dafür dankbar zu sein, dass Sie so klar sagen, was so sehr gesagt werden muss. Moralisch und philosophisch. Ich selbst finde mich in Übereinstimmung mit praktisch allem, nicht bloß in Übereinstimmung, sondern in einer tief empfundenen Übereinstimmung. Man muss jetzt mal dagegenhalten, the end of laissez-faire. Seine programmatische Schrift aus dem Jahre 1925. Wo er gesagt hat, Investitionen, Sparen, Export von Kapital, Import von Kapital, das kann ein Markt nicht, diese Millionen von notwendigen Koordinationsprozessen kann ein Markt nicht regulieren. Dafür brauchen wir halbautonome Körperschaften. Also nicht Unternehmen entscheiden darüber, was investiert und gespart wird, sondern es muss gewissermaßen zentral gesteuert werden. Genau das Gegenteil von dem, was er jetzt so bewundernd an Hayek ausgedrückt hat. Oder nehmen wir einfach die deutsche Ausgabe seiner General Theory, wo er sagt, dass seine allgemeine Theorie besser auf eine totale Gesellschaft angewandt werden könnte als auf eine Art von Laissez-faire-Ökonomie. Auch das genaue Gegenteil von dem, was er an Hayek so bewundert. Und man muss sagen, Keynes ist schon ein brillanter Kopf. Für mich ist Keynes das brillante Chamäleon der politischen Ökonomie. Man muss wissen, dass Lionel Robbins, der geistige Vater der London School of Economics, den jungen Privatdozenten, Eva von Hayek, nach der London School of Economics geholt hat, damit er ein Gegengewicht gegen die Keynes-Schule, gegen Cambridge hatte. Und dann ist Hayek nach Cambridge eingeladen worden und hat da seinen Vortrag basiert auf seiner ökonomischen Theorie der Konjunkturkrisen gehalten. Und er hat dann erläutert, nicht die Notwendigkeit von relativen Preisen, nicht der relative Preis für Zins entscheidet, wie viel gespart und wie viel investiert wird. Und wenn der relative Preis für Zins zu niedrig ist, dann wird zu viel investiert. Und dann kann es Inflation geben, dann verändern sich die relativen Preise für Konsumgüter. Und dann steigen schließlich auch die relativen Preise für Arbeit. Der Lohn steigt. Und wenn der Lohn steigt, wird weniger konsumiert. Und wenn weniger konsumiert wird, wird weniger gespart. Wenn mehr konsumiert wird, wird weniger gespart. Also muss der Zins steigen. Und dann sind viele Investitionen nicht mehr rentabel. Das hat er dann vorgeführt in einer Welt, in der es allgemein Unterbeschäftigung gab. Sie können sich vorstellen, dass die Cambridge-Leute sich alle verblüfft angeguckt haben, dass jemand sagt, es wird zu wenig gespart, wir brauchen einen niedrigen Zinssatz,
damit mehr investiert wird. Und dann ist dann Richard Kahn, der damals an der Theorie des Multiplikators arbeitete, aufgestanden und hat gesagt, wie John Robinson, die darüber berichtet hat, hätte dann in einem Puzzleton, also in seinem irritierten Tonfall gesprochen, Herr Hayek, habe ich Sie richtig verstanden, dass wenn ich mir morgen einen Überzieher kaufe, dass das konjunkturschädlich ist? Bricht dann die Konjunktur zusammen? Und daraufhin sei dann Hayek an die Tafel gegangen, hätte eine Flut von Dreiecken an die Tafel gemalt und gesagt, ja, ist eine wichtige Frage, im Prinzip haben Sie recht, dass weniger Sparen, also mehr Konsum dazu führt, dass wir konjunkturelle Schwierigkeiten bekommen. Aber es ist sehr schwierig, jetzt zu analysieren und Ihnen zu erklären, zeichnete da seine Flut von Dreiecken. Und dann sagte John Robinson, Sie hätten das mal nachdekliniert, was der Hayek gesagt hätte, und hätten Sie festgestellt, dass Hayek Stromgrößen und Bestandsgrößen miteinander verwechselt hätte. Nein, ist etwas anderes. Die Cambridge-Leute sahen im Sparen Nachfrageausfall. Und Hayek sah im Sparen die Voraussetzung für Investitionstätigkeit. Damit Ihnen das klar wird, will ich Ihnen erläutern, dass die Zutaten zur Hayek'schen, Schumpeter'schen und auch Mises'schen Theorie von Eugen von Böhm-Warnberg stammen. Ich habe sein Buch Kapital und Kapitalzins in Freiburg im zweiten Semester gelesen und dann hatte ich mein Erweckungserlebnis. Seit dieser Zeit bin ich gewissermaßen Hayekianer. Da stand, dass wenn Robinson, Sie kennen Robinson Crusoe, der Schiffbrüchige, der auf einer einsamen Insel landet und für seinen Lebensunterhalt sorgen muss. Und er hat keine Hilfsmittel, aber er weiß, was er tun muss. Und zunächst fängt er Fische mit der Hand. Das ist nicht sehr produktiv, weil die Fische einfach flinker sind als eine menschliche Hand. Er weiß aber, dass es Angeln gibt, mit denen man Fische fangen kann und dass so seine Produktivität stundenmäßig enorm ansteigt. Aber wenn er eine Angel produzieren will, kann er nicht für seinen täglichen Bedarf sorgen. Er muss gewissermaßen einen Produktionsumweg einschlagen. Er macht nicht den Fischfang unmittelbar, sondern er muss erstmal gucken, wo er Stöcke herbekommt, Leinen herbekommt, Schwimmer herbekommt und so weiter. Also muss er das anlegen, was Eugen von Böhm-Warnberg einen Subsistenzmittelvorrat nennt. Nämlich, dass er in der Zeit, wo er Fische mit der Hand fängt, so viel Fische beiseite legen kann, nachdem er sie geröstet hat, dass er sich der Produktion einer Angel widmen kann. Dann schlägt er, wenn Sie wollen, einen Produktionsumweg ein. Er produziert nicht unbedingt Fischfang, sondern er versucht zunächst einmal eine Angel zu produzieren. Und diese Angel können wir ein Kapitalgut nennen. Und für die Produktion dieses Kapitalgutes ist Sparen erforderlich. Ist ein Subsistenzmittelfonds erforderlich. Und wenn er dann noch einen weiteren Produktionsumweg einschlägt, steigert er seine Produktivität um ein Vielfaches, wenn er beispielsweise ein Boot und ein Netz produziert. Aber dafür braucht er erstmal Instrumente, um ein Boot herzustellen. Er braucht Instrumente, um ein Netz herzustellen. Also es ist ein unglaublich weiter Produktionsumweg, den er einschlagen muss. Und gesetzt den Fall, jetzt bleiben wir mal bei der Angel, der Subsistenzmittelfonds geht zu Ende, dann muss er seine Umwegproduktion abbrechen, weil er wieder in die unmittelbare Produktion hinein muss. Oder wir können auch sagen, wenn der Robinson einfach sagt, mir ist egal, was morgen ist, und fällt über seinen Subsistenzmittelfonds her, ja, und konsumiert mehr, dann fehlen die Mittel für die Investitionstätigkeit. Ja, das ist ein ganz einfacher Vorgang, der klar macht, warum Sparen erforderlich ist. Sparen ist die Voraussetzung für Investitionen. Ohne Sparen gibt es keine Investition. Weil jede Investition bedeutet, du machst einen Produktionsumweg. Und jeder Produktionsumweg führt uns zunächst von der unmittelbaren Produktion weg. Aber je weiter der Produktionsumweg ist, desto produktiver kann er sein. Aber das Entscheidende ist dann, sind genügend Mittel im Subsistenzmittelfonds, um einen solchen produktiven Umweg einschlagen zu können. Und wenn die Mittel nicht mehr da sind, muss der Produktionsvorgang abgebrochen werden, also der Produktionsvorgang
der Produktion von Kapitalgütern. Hier haben wir die Zutaten von Hayeks Konjunkturtheorie. Sparen als Voraussetzung für Investitionstätigkeit und Anstieg der Konsumtätigkeit, also weniger sparen, bedeutet, dass der Zinssatz, also der Preis, den man für den Subsistenzmittel zahlen muss, ansteigt. Und dann können einige Produktionsumwege, die man eingeschlagen hat, nicht mehr zu Ende geführt werden. Da haben wir die Kapitaltheorie und Konjunkturtheorie. Und die Frage ist dann, wie entsteht dann sozusagen eine Entwicklung, die davon abführt, dass man sich im Gleichgewicht bewegt, also sparen gleich investieren. Denn immer, wenn mehr investiert wird und auch mehr gespart wird, bleibt ja der Subsistenzmittelfonds gefüllt. Und das Entscheidende ist dann dabei, was Hayek die perverse Elastizität des Kreditangebotes nennt. Wenn ich Ihnen das jetzt aufzeichne, dann wird es völlig klar. Sie, nur mal erstes Semester. Nicht? Also wenn ein Angebot, eine Nachfrage unendlich elastisch ist, dann ist es eine Gerade. Ja, wenn das Angebot oder die Nachfrage nicht elastisch sind, also völlig unelastisch sind, dann ist es erstens eine Parallele zur Abszisse und dann ist es eine Gerade. Und wenn jetzt mehr investiert wird, dann müsste normalerweise der Zinssatz ansteigen, damit auch mehr gespart wird. Wenn wir aber die inverse Elastizität des Kreditsystems haben, also eine Parallele zur Abszisse, dann kann jede zusätzliche Investitionstätigkeit mit einem konstanten Zinssatz befriedigt werden. Und dann haben wir I größer S. Die Erklärung. Und wenn wir I größer S haben, dann kann es sein, dass eben Produktionsumwege eingeschlagen werden, die sich auf Dauer nicht durchhalten lassen. Und wenn dann der Zins ansteigt, weil die Banken merken, oh, ich habe Liquiditätsschwierigkeiten, ich habe etwas zu großzügig mit der Liquiditätsvergabe, dann müssen sie ihrerseits die Zinsen anheben. Oder die Zentralbanken müssen es tun, weil sie Inflation verhindern wollen. Und das, was ich Ihnen gerade hier geschildert habe, finden Sie in präziser Kurzfassung dem neuesten Buch von Thomas Bayer, Die Ordnung der Freiheit und ihre Feinde. Jeder kann sich erinnern, an welches Buch er auch erinnert. Hier heißt es, die Investoren können Kapitalgüter mit Geld erwerben, das ihnen die Banken durch die Vergabe von Krediten zu billigen Marktzinsen geschaffen haben, also perverse Elastizität des Kreditangebotes. Die Nachfrage nach Kapitalgütern steigt, ohne dass die Nachfrage nach Konsumgütern durch eine höhere Ersparnis verringert würde. Es kommt zum Kampf von Kapitalgüter- und Konsumgüterproduzenten um knappe Ressourcen in einer boomenden Wirtschaft. Die Preise von Ressourcen, von Rohstoffen, Arbeit und Kapital steigen. Knapp kalkulierte Investitionen rechnen sich nicht mehr und müssen abgebrochen werden. Dem Investitionsboom folgt der Bust. Nun müssen Kredite für Produkte, die sich nicht mehr rentieren, abgeschrieben werden. Banken wanken und die Konjunktur bricht ein. Das ist genau eine Kurzbeschreibung dessen, was ich Ihnen präsentiert habe. Und genau das können wir auch in der Realität erleben. Ich gehe jetzt einmal mal die Konjunkturzyklen durch und schildere Ihnen dann, wo dann die Abweichungen vom Gleichgewichtspfad sind und welche Konsequenzen das hatte. Ich konzentriere mich auf die letzten, sagen wir, 30 Jahre, wo dieses Phänomen, das Hayek beschrieben hat und Thomas Mayer noch mal präzise zusammengefasst hat, dieses Phänomen habe ich erst seit 30 Jahren so richtig auf meinem Schirm. Vorher war das gar nicht für uns relevant. Und das ist mir zunächst aufgefallen bei dem, was die Japaner Ende der 80er Jahre gemacht haben. Gunter Schnabel ist hier im Raum, denke ich. Ja, da hinten ist er. Wir haben gewissermaßen entdeckt, dass der Hayek wunderbar auf das passt, was die Japaner gemacht haben. In der damaligen Zeit, muss man wissen, Ende der 80er Jahre, war der Dollar unter Druck, unter Abwertungsdruck. Die Amerikaner hätten ihre Zinsen erhöhen können, dann hätten sie Kapital attrahiert, dann hätten sie auch nicht befürchten müssen, dass der Dollar abgewertet wird. Stattdessen haben sie ihre Verbündeten verpflichtet, ihrerseits die Zinsen zu senken. Ja, damit Kapital abfließt, nach USA fließt
und doch die Möglichkeit ergibt, dass die Amerikaner nicht abwerten. Und die Japaner haben sich daran gehalten. Dieselbe Aufforderung ist auch an die Bundesbank gegangen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass damals Schlesinger gesagt hat, seine Politik beziehe sich auf Deutschland und die konjunkturelle Notwendigkeit in Deutschland. Daraufhin sind die Aktienkurse am nächsten Tag um 20% eingebrochen, weil da Leute sagen, oh, jetzt haben wir eine große Konfrontation. Nach 2-3 Tagen war das der Spuk wieder vorbei. Aber es ist klar, die Japaner haben es gemacht, die Deutschen haben es abgelehnt, es zu machen. Und die Konsequenz war, dass die Japaner ihren Zinssatz so abgesenkt haben, dass alle Welt in Japan investiert hat. Sie haben in Grund und Boden investiert und in Aktien investiert. Und wer Japan kennt, weiß, dass die Verfügung von Grund und Boden ganz beschränkt ist. Nur 10% der Fläche können sie bebauen. Also steigen natürlich die Preise für Immobilien. Und wer Immobilien hat, rechnet sich auf einmal reich. Hat Möglichkeiten, ja, finanzielle Möglichkeit, Aktien zu kaufen. Und wenn die Aktienkurse steigen und damit gewissermaßen das verfügbare Kreditvolumen für jeden Aktienbesitzer, konnte wieder Immobilien kaufen. Und so schaukelte sich nach oben. Bis schließlich, das weiß ich von Gunter Schnabel, die 4 Präfekturen um Tokio herum so viel wert waren wie das ganze börsenkapitalisierte Vermögen in den USA. Jeder wusste, das ist eine Blase. Irgendwann hat auch die Bank of Japan kapiert, dass das eine Blase ist, dass man jetzt dagegen vorgehen muss. Und dann hat sie den Zinssatz erhöht. Aber weil sie den Zinssatz erhöht hat, sind eine Reihe von Investitionen nicht mehr rentabel gewesen, mussten abgebrochen werden. Oder Leute, die Immobilien gehortet haben, mussten ihre Immobilien abstoßen, mussten ihre Aktienkurse abstoßen. Jeder weiß, das Kreditvolumen sinkt natürlich, wenn die Aktienkurse sinken. Also mussten sie alle verkaufen, das war eine riesige Abwärtsbewegung. Also ziemlich genau das, was Hayek beschrieben hat. Und jetzt sollte man annehmen, dass die Japaner sagen, was ein Fehler und jetzt lassen wir sich die Volkswirtschaft entwickeln, wie sich das gehört. Was haben sie gemacht? Sie haben den Zinssatz wieder heruntergesetzt. Sie haben Staatskonsum betrieben. Sie haben verschuldet. Sodass die Verschuldungsquote, ich glaube, von 60% im Jahre 1990 auf jetzt inzwischen, wie viel sind es, 320%? Ich weiß nicht genau, wie viel sind. Und das ganze Land ist verbaut mit Autobahnen. Das war die Konsequenz. Und diese Konsequenz haben wir den amerikanischen Gurus, Ökonomie-Gurus zu verdanken, dem wir gesagt haben, wenn du eine Konjunktur schwacher hast, dann musst du jetzt Gas geben. Das kann ich jetzt durchdeklinieren auch für die New Economy-Blase. Ja, Sie wissen, dass wir mal einen Index hatten, New Economy. Der Index ist im Jahre 2003 vom Marktzettel genommen worden, weil es keine Industrie mehr dort gab. Also auch hier wieder die Möglichkeit. Warum war das so? Weil Alan Greenspan in einer kritischen Situation den LTCM-Fonds gerettet hat, den Long-Term Capital Management-Fonds. Nicht nur mit Banken zusammen, sondern auch mit Zentralbanken. Und da wussten die Kapitalanleger an der Börse, wenn es ganz kritisch wird, ist immer da, der hilft. Und dann hat die Zentralbank, noch die amerikanische Zentralbank, einmal außerhalb der Reihe den Zinssatz für Ausleihungen an Banken um 0,25 reduziert. Zweimal. Es ist nicht viel. Aber alle Welt wusste, wenn Alan Greenspan das tut, dann hast du eine Absicherung gegen Konjunkturabschwünge. Das ist der sogenannte Greenspan-Put, der dazu führte, dass eben Leute einfach weiter investiert haben. Und dann musste schließlich die Fed und auch die EZB die Zinsen heraufsetzen. Ja, und dann ist natürlich die New Economy-Blase geplatzt. Und dann geht die Geschichte weiter. Wenn wir jetzt uns anschauen, was in den USA und in Europa passiert ist. In den USA war es so, dass die Zinsen extrem niedrig waren. So niedrig wie noch nie in der amerikanischen Geschichte. Und Sie wissen, dass niedrige Zinsen natürlich genau auf Immobilienkäufe einwirken. Nicht, wenn der Zinssatz sich halbiert, dann verringert sich natürlich auch die Zinslast. Dann kann man mehr und teure Grundstücke kaufen. Dann kann man auch in kürzerer Zeit ein Haus sozusagen abschreiben. Und
dann sind eben die Häuser gekauft worden. Und die steigenden Preise für Häuser, für Immobilien, bedeuten nicht, dass man jetzt sagt, du solltest sie nicht machen, das wird zu riskant, sondern Leute sagen, wenn die Hauspreise, die Immobilienpreise allgemein ansteigen, dann verdienst du, wenn du jetzt investierst und später verkaufst. Das heißt, steigende Preise haben die Nachfrage nicht abgeschreckt, sondern geradezu angelockt. Wenn man dachte, das ist jetzt günstig, du kannst jetzt wahnsinnig viel verdienen, wenn du jetzt diese Sache machst. Und dann haben die Banken ihre Makler ausgeschickt. Und die haben dann alle möglichen Risiken eingesammelt, weil sie nicht nach Maßgabe der Risiken bezahlt wurden, sondern Maßgabe des Volumens, das sie für die Banken eingeworben haben. Sodass sie schließlich Jagd auf jeden gemacht haben, der noch kein Haus hatte oder der sich ein größeres Haus kaufen sollte. Das war die sogenannte Ninja-Aktion. No income, no job, no real assets. Warum? Wenn jemand sagte, ich habe ja kein Eigenkapital, wie kann ich mir leider Sachen, die Kreditmakler, mit Eigenkapital, das machen wir schon für dich. Du kriegst sogar die ersten Jahre Zinslohn, wir geben dir sogar noch etwas Startguthaben, damit du es nicht einrichten kannst, das machen wir alles für dich. Und wenn du es nicht mehr leisten kannst, du, die Preise steigen so stark, wirst du doch reich davon, wenn du es verkaufst. So sind die Leute dann in die Risiken gelockt worden. Und die Ratingagenturen haben das noch befeuert. Die Banken haben sich dann die Ratingagenturen genommen und gesagt, könnt ihr uns da so Modelle machen, wie man das so ein bisschen verpackt. Ja, erst haben sie es auf ihre Sonderbilanzen gesetzt und dann haben die Ratingagenturen ihnen Modelle gemacht, wie man das verpacken kann. Und dann haben die Banken gefragt, könnt ihr das nicht auch bewerten? Und dann haben die Ratingagenturen gesagt, was machen wir nicht so gerne. Da sagt die Bank, wenn ihr es nicht machen wollt von Standard & Poor's, die von Moody's stehen schon an der Schwelle, um es zu machen. Und weil sie es ja selber gemacht haben, musste das natürlich AAA sein. Und diese Papiere sind dann in die Welt exportiert worden. Die haben die Landesbanken, die Kachas angesprochen, die haben diese Sachen gekauft. Weil sie sagten, das ist doch wunderbar. Und wenn ein Volkswirt sagte, ist riskant, sagt die Chefs, was wollen Sie eigentlich? Steht doch AAA drauf. Ja, und dann sind dann diese AAA-Sachen, diese verseuchten Papiere in die Welt gekommen. Und jeder kennt die Konsequenzen dieser Geschichte. Also auch hier wieder. Ganz klar, dass Hayek recht hat, auch wenn ich eben, hörte ich das was von Fannie Mae und Freddie Mac. Ich dachte immer, wie können die Amerikaner das zulassen? Jeder sieht doch, dass das Blasen sind. Jeder sieht doch, dass die Produktionsumwege jetzt so sind, dass die Leute es schließlich nicht mehr bezahlen können. Warum sieht das niemand? Und wenn man sich daraufhin die Statements der Federal Reserve angeschaut hat, dann sagten die, unsere Konjunktur wird getragen von einer hohen Investitionstätigkeit im Baubereich und von einer hohen Konsumtätigkeit. Das wird lange Zeit anhalten. Warum war die Konsumtätigkeit so hoch? Weil viele dann ihre Häuser, Immobilien noch einmal haben schätzen lassen und Hypotheken auf ihre Immobilien aufgenommen haben, um den Gegenwartskonsum zu erhöhen. Aber die Chinesen haben da schließlich auch diesen Schrott gekauft, sodass das auch sozusagen in den Büchern sozusagen abgesichert war. Das war jetzt Fannie Mae und Freddie Mac. Und dasselbe können wir auch jetzt nachzeichnen für die Eurozone. Es wird immer gesagt, dass der weltweite Einbruch, die weltweite Finanzkrise auch Europa erreicht hätte. Da sage ich immer, wie ist das mit den Holländern und den Deutschen? Ist es da auch so? Nein, nur bestimmte Länder sind davon betroffen worden. Und diese Länder kann man genau identifizieren. Nicht, warum ist die Währungsunion für viele Länder so attraktiv gewesen? Dass sie sogar ihre Bücher gefälscht haben, um unmittelbar Mitglied der Währungsunion zu werden. Es ist völlig logisch.
Wenn Länder unterschiedliche Politiken betrieben haben, unterschiedliche Inflationsraten, unterschiedliche Abwertungsraten, Aufwertungsraten, dann ist klar, dass die Länder mit der lockeren Geldpolitik, mit der Gefahr, ständig abwerten zu müssen, natürlich höhere Zinsen zahlten als diejenigen, die eine verlässliche Geldpolitik betrieben haben. Von denen man wusste, im Zweifel wird Deutschland aufgewertet. Nicht so war Deutschland eben Safe Haven Land. Immer wenn es Schwierigkeiten gibt, muss er nach Deutschland kommen, da ist sein Geld sicher. So dass wir riesige Zinsunterschiede hatten zwischen Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und Deutschland. Und wenn es eine Währungsunion gibt, dann gibt es nur einen Zinssatz. Und das ist nicht der Zinssatz Griechenlands, sondern das ist der Zinssatz Deutschlands. Man muss sich das vorstellen, jeder weiß es, wenn zwei Leute zusammenkommen, ihre Vermögen einbringen, da war Deutschland der Stillhalter mit dem Vermögen. Ohne Deutschland hätte es nicht diese niedrigen Zinsen gegeben. Und diese niedrigen Zinsen waren natürlich ein Geschenk für besonders die Länder in der südlichen Zone des Euroraums. Und hier haben die Politiker erwartet, ich habe die Protokolle noch des Bundestages durchgelesen, dass alle Länder diese niedrigen Zinsen nutzen würden, um ihre privaten Schulden zu begleichen und für zusätzliche Investitionstätigkeit zu sorgen. Stattdessen haben sie das gemacht, was kleine Jungen machen, wenn die Zuckerdosen und Bonbonsdosen offen stehen. Sie haben hineingegriffen. Ja, es ist klar, sie haben alle hinein. Wir hatten eine Boom-Situation. Und da gab es einige Länder, die schwächelten. Italien, Deutschland, Frankreich schwächelten. Und die EZB hat sich dann nach diesen Großen orientiert und hat den Zinssatz auf 2% heruntergesetzt. Das war auch der niedrigste Zinssatz, den es jemals in Europa für Ausleihungen an Banken gegeben hat. Aber die Inflationsrate war natürlich unterschiedlich. Ist klar, wenn ich niedrige Zinsen habe, von hohen Zinsen runterkommend, dann steigt natürlich der Konsum und dann steigen auch die Preise für Konsumgüter, die Preise für Investitionsgüter, die Preise für Immobilien. Ja, das wurde teilweise noch dadurch gemindert, dass man eben aus Deutschland importieren konnte. Das hat dann den Preisdruck dann noch gemindert. Aber in den Ländern, Irland, Portugal, Spanien, Griechenland, lag die Inflationsrate weit über dem Durchschnitt des Euroraums. Und jetzt haben wir einen Zinssatz von 2%. Vom Jahre 2002 bis zum Jahre 2007 lag der Realzins, also der Zinssatz, den Banken bezahlen müssen, wenn sie Geld von der EZB haben, abzüglich der Inflationsrate unter Null. Wir hatten negative Realzinsen. Sie können sich vorstellen, in einer Welt, wo alle Welt investieren und konsumieren will, dann einen Zinssatz zu haben, der unter Null ist, dann sagt man ja, was, das ist ja verrückt, was ich machen würde. Ich muss sich mal die Bilanzen anschauen von Spanien und Irland. Die Iren haben ihre Verschuldung heruntergebaut von 100, von 90, glaube ich, auf 25, weil sie die Steuerquellen geradezu gesprudelten. Und Immobilien zu kaufen, war Wochenendvergnügen. Da fuhr man raus und guckte, was gab es da. Und wenn das attraktiv war, kaufte man es. Denn es war ja ohne Risiko. Man dachte, wenn die Preise steigen, werden sie morgen weiter steigen. Da haben sie diese Sachen gekauft. Das ist ja in Spanien auch. Man muss sich mal anschauen. Die Steuerquellen in Spanien sprudelten auch. Da sind natürlich dann auch die Staatsverschuldung runtergegangen, bis auf 40%. Und die Leute haben Immobilien gekauft. Wer nicht Immobilien kauft, der galt als verrückt. Also sind da auch wieder Blasen entstanden. Schließlich haben dann alle Zentralbanken langsam den Zinssatz anheben müssen. Das war in den USA der Fall, das kann man genau sehen, wie man von 1% in Trippelschrippen auf 5,5 gegangen ist. War klar, da platzen natürlich die Blasen, wenn jetzt auf einmal klar wird, du musst wirklich Geld dafür bezahlen. Da mussten die Leute ihre Grundstücke loswerden und sie wissen, dass in der Phase, wo man mehr Grundstücke und Häuser kaufen will, eine Unelastizität des Angebots da ist, ja, dann steigen die Preise sehr stark. Aber umgekehrt, wenn alle Leute Häuser verkaufen wollen und keiner mehr Häuser kaufen will, haben wir eine Unelastizität der Nachfrage, dann rauschen die Preise runter. So war es auch in allen Ländern, die wir vor uns haben. Also diese Länder, die jetzt ausschwitzen müssen, was sie damals falsch gemacht haben, nicht, die sind sozusagen die Geschädigten des Euro-Experiments. Das immer davon ausging, wir haben gleichartige Volkswirtschaften, die machen eine gleichartige Politik. Dabei ist es völlig anders. Alle Länder machen auch ihre unterschiedliche Politik. Italien macht immer noch die Politik, die sie vor der Währungsunion gemacht hat, nämlich die Politik, die auf Abwertung zielt. Sie können aber nicht mehr abwerten.
Wachstum in Italien ist nicht existent. Sie verlieren ihre Marktanteile, was nun den internationalen Handel angeht. Selber gilt auch für Frankreich. Ja, das sind die Konsequenzen jetzt dieser Politik, die damals betrieben worden ist. Das ist Konsequenz eben des Euro-Experiments und nicht importiert von irgendwelchen Krisen, die außerhalb der Eurozone stattgefunden haben. Man sollte meinen, dass man vielleicht daraus gelernt hätte, das nicht mehr zu tun. Nein, man macht es jetzt weiter, aber extremer. Jetzt haben wir nicht 2%, jetzt haben wir 0%. Und da das vielleicht noch nicht ausreichend ist, kauft die Europäische Zentralbank Staatsanleihen auf. Wer Staatsanleihen ankauft, ja, und damit sozusagen Nachfrage nach solchen zinstragenden Papieren entwickelt, ist klar, dann sinkt der Zinssatz. Ist völlig klar. Der soll ja auch sinken. Denn bei einem Marktzinssatz würde die Eurozone auseinanderbrechen, weil viele Länder der Südperipherie sich einen normalen Zinssatz nicht leisten können. Also wird der Zinssatz heruntergedrosselt. Die Konsequenz ist natürlich, dass diese Länder keine strukturellen Reformen mehr durchführen. Jeder weiß, dass strukturelle Reformen unangenehm sind, weil sie Wählerstimmen kosten. Herr Schröder hat das ja erfahren mit seiner 2010-Politik, Hartz IV. Ja, also steuern die Leute es ja vor, also passiert nichts mehr. Und jetzt kommt das Phänomen, dass natürlich die Anleihen auf den Märkten knapp werden. Und damit auch die Renditen auf Anleihen, wenn man sie kauft. Also können Banken, Kapitalverwertungsgesellschaften, Kapitalsammelstellen, nichts mehr verdienen, wenn sie solche Staatsanleihen kaufen. Dann müssen sie also auf andere Anlageformen ausweichen. Und was machen sie? Sie vergeben Unternehmenskredite, weil das doch die einzige Möglichkeit ist, um Geld zu verdienen. Und jetzt haben wir gewissermaßen die Situation, dass die EZB die Banken in Risiken bewusst hineintreibt, ja, um die Konjunktur anzukurbeln. Und jeder weiß, irgendwann mal sind diese Aktiva, die Geschäftsbanken noch auf ihrer linken Seite haben, nichts mehr wert. Wir reden jetzt darüber von den faulen Krediten in Italien. Und wir sind dabei, ein höheres Maß an faulen Krediten in Italien oder irgendwo anders zu produzieren. Wir wissen nicht genau, wann die Blasen platzen. Das wissen wir erst, wenn sie geplatzt sind. Aber was wir wissen ist, dass wir hier eine Fehlallokation größten Ausmaßes haben durch Notenbankintervention. Genau das ist ja das, was uns Hayek gesagt hat. Nämlich, dass man wegen des niedrigen Zinssatzes Leute in Umweltproduktionen hineintreibt, die langfristig nicht rentabel sind. Man könnte das jetzt noch ausschmücken, was ich Ihnen hier präsentiert habe. Aber klar ist, dass nicht das keynesianische Konjunkturmuster passt, sondern das Hayek'sche oder Mises'sche oder Schumpeter'sche. Von Schumpeter können wir auch lernen, dass er gesagt hat, wenn wir Konjunkturkrisen haben, dann sollen die auch durchschlagen. Denn nur wenn sie durchschlagen und Produktionsfaktoren freigesetzt werden, kann wieder ein neuer Aufschwung beginnen. Schöpferische Zerstörung. Innovationen kommen aus Möglichkeiten, dass jetzt wieder Investoren über freie Mittel verfügen können. Und was machen wir? Wir erhalten über diese Politik die Unternehmen, die nicht mehr lebensfähig sind, sozusagen noch im Wirtschaftskreislauf, damit die Banken sie nicht abschreiben müssen. Wenn sie Banken sie abschreiben müssen, hätten sie Verluste in ihrer Bilanz. Also sind alle froh, dass man solche Unternehmen noch finanzieren kann. Und je länger man solche Unternehmen finanziert, die an sich nicht lebensfähig sind, solche Zombie-Unternehmen, werden auch diejenigen, die sie finanzieren, zu Zombie-Unternehmen, zu Zombie-Banken. Wir in Europa haben es dann noch gesteigert. Wir haben Länder, die wir als Zombie-Staaten bezeichnen können. Insofern muss man jetzt also sagen, dass Hayek die richtige Theorie ist. Aber, mein letzter Punkt, wir müssen sehen, dass die Ökonomie-Gurus immer noch auf Keynes schwören. Also müssen wir die General Theory zertrümmern. Wir müssen sagen, dass es weder eine allgemeine Theorie ist, noch eine Theorie. Es ist keine Theorie.
Die schärfste Kritik, die an der General Theory geübt wurde, unmittelbar nachdem sie erschienen ist, stammt von Josef Schumpeter. Und wenn wir sehen, was macht denn die General Theory aus? Es gibt drei zentrale Elemente, das ist die vorliegende Marginal Propensity to Consume. Also bei steigendem Einkommen wird immer mehr, relativ mehr gespart. Dann die Liquiditätsvorliebe. Die Leute wissen nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Es gibt keine Investitionsmöglichkeit mehr, also halten sie es trocken in ihren Vorratskammern. Ja, Liquiditätsvorliebe, Liquiditätsfalle. Und schließlich, und das ist der entscheidende Punkt, gilt the falling marginal efficiency of capital. Das ist der entscheidende Punkt. Denn wenn es keine falling marginal efficiency of capital gibt, sondern immer wieder wie im Wechselschen System Schwankungen des Geldzinses um den natürlichen Zins, ja, dann haben wir genügend Investitionstätigkeit. Also der zentrale Punkt bei Keynes ist the falling marginal efficiency of capital. Hat er das begründet? Nein. Nicht, das ist nicht begründet. Da steht nur drin, er erwartet, dass die großen Investitionen, die bisher getätigt worden sind, in Zukunft nicht mehr möglich sind. Das ist der zentrale Satz der General Theory. Jeder weiß, dass es falsch ist. Ja, und wenn das der Satz falsch ist, können wir auch gar die General Theory sozusagen vergessen. Es ist keine Theorie, das ist eine Fülle von Setzungen. Oder wie Schumpeter es genannt hat. Immer wieder ein Deus ex machina. Ja, falling marginal efficiency to consume, falling marginal efficiency to invest. Da sagt er, das sind alles Deus ex machina. Dann sagt er so ganz nett, also von diesen Figuren, Deus ex machina, haben wir einen ganzen Olymp. Bei Schumpeter alles Dei ex machina. Das ist sozusagen jetzt das, was da ist. Und das müssen wir sagen, dass es weder allgemein ist, noch eine Theorie ist, sondern dass es Setzungen sind, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Dann eine kleine Nebenbemerkung. Er greift den Ricardo ja an. Er hält ja viel von Malthus. Und dann Ricardo wirft er vor, dass er Gedankengebäude gezimmert hat, abfern von der Realität und sich darin wohlgefühlt hat und seine Schlüsse gezogen hat. Dasselbe ricardianische Rasser hat auch Keynes. Hat sich auch eine Welt zusammengebaut mit den Annahmen und hat sich darin wohlgefühlt und Schlüsse gezogen. Insofern sage ich jetzt, wir müssen hingehen und das Keynesche Weltbild zertrümmern. Und unsere Kollegen sagen, wenn ihr darauf jetzt basiert, wenn ihr darauf baut, dann müsst ihr wissen, dass es weder eine Theorie ist, noch dass es etwas Allgemeines ist. Und die Konsequenz, die ich daraus ziehen kann, ist, dass wir den Ökonomiegurus auf die Finger hauen müssen und ihnen sagen müssen, dass sie gar nicht wissen, worüber sie reden und dass sie unglaubliches Unheil in der Welt anrichten. Was sie in Japan gemacht haben, ist unglaublich. Dieses Land ist hochverschuldet und hat stattdessen das ganze Land bebaut mit Autobahnen, die sie niemals brauchen werden. Ja, das muss man ihnen sagen. Und man muss weiter sagen, dass wir auf Hayek achten müssen. Dass wir genau schauen müssen, wie ist das Wechselspiel relativer Preise im Konjunkturprozess. Dann können wir auch erkennen, was sich im Einzelnen vollzieht. Und daher sage ich, und diese Botschaft soll die Welt hinauskommen, das konjunkturpolitische Drama ist entschieden zugunsten Effa von Hayeks. Danke. Fragen? Also ich sehe, dass ich überzeugend gewesen bin. Das ist der Umstand, selbst ich habe ja ansatzweise verstanden, was Sie gesagt haben, als simpler Bauer. Aber wie können Sie sich erklären, dass das, was Sie uns hier vorgetragen haben, jetzt bei denen, die hier die Entscheidung gefällt haben und dazu geführt haben, dass wir in diese Situation, die Sie beschrieben haben, geraten sind, wieso die das nicht verstanden haben? Das kann ich Ihnen sagen. Manche wissen es auch, tun es aber beiseite, weil das
das normale politische Geschehen vom politischen Gedanken beherrscht wird. Ich habe neulich mir einmal angeschaut, wie das in der Eurozone gewesen ist, habe mir die Statements von Herrn Schäuble angeschaut. Moment mal eben. Da sieht man, dass Herr Schäuble zwischen Ökonomen und Politiker schwankt. Er hat beispielsweise, bevor die Griechenland-Rettung begann, gesagt, wir sollten Griechenland aus dem Euroverbund entlasten. Dann können sie abwerten. Wenn sie abwerten können, dann können sie wieder konkurrenzfähig werden. Dann können sie wieder mehr exportieren und mehr importieren. Und jeder weiß, die Strände wären voll. Und ich liebe ja Griechenland. Stattdessen hat man, das hat auch Frau Merkel wiederholt in ihrer Regierungserklärung. Aber stellen Sie vor, was dann passiert. Dann rufen durch alle Banken an und sagen, Angela, da stehen wir mit 200 Milliarden im Obligo. Die sind weg, wenn du das machst. Und dann die britischen Banken und die französischen Banken. Und dann gehen sie nach Brüssel, um das Rettungspaket für Griechenland abzusegnen. Und was kommt heraus am nächsten Morgen? Ein Rettungsschirm von 750 Milliarden Euro. Stand nicht auf der Tagesordnung. Jeder weiß, wer einführt, man kann nur das beschließen, was auf der Tagesordnung stand. Das stand auf der Tagesordnung. Da hat man sie einfach über die Seite hinweggesetzt. Und damals war Schäuble krank, konnte an der Verhandlung nicht teilnehmen. Aber er hat dann gesagt, ich wusste, dass ich aufgrund meiner ökonomischen Analyse recht hatte. Aber ich habe dann gedacht, die Kanzlerin muss so viele Fäden zusammenhalten, dass ich jetzt nicht revoltieren wollte. Da hat er also seinen ökonomischen Sachverstand angeschoben. Eine letzte Sache, ich könnte das Verschiedenes noch ausbreiten. Sie erinnern sich, am 15. Juli des Jahres 2015 hat Schäuble 15 Mitglieder der Eurogruppe dazu gebracht, zu sagen, wir geben Griechenland keine weiteren Kredite mehr. Jeder wusste, jeder Kredit führt dazu, dass nur das Siechtum verlängert wird. Machen das nicht mehr. Und dann hätte Griechenland ausscheiden müssen, abwerten müssen. Vier Länder waren dagegen, Griechenland, Zypern, Italien und Frankreich. Dann ist Hollande zu Madame Merkel gefahren und hat ihr gesagt, ein Ausscheiden Griechenlands ist zu gefährlich für uns alle. Weil klar, wenn Griechenland ausgeschieden wäre, hätten noch andere Länder auf der Kippe gestanden. Und das wollte man verhindern, man wollte die Eurozone zusammenhalten. Und da hat Frau Merkel ihren Finanzminister überstimmt. Und jetzt höre ich ihn, dass er sagt, damals wäre dagegen gewesen, Griechenland weiter Kredit zu geben. Aber jetzt würde er mit Sicherheit darauf rechnen, dass Griechenland auf einem aufsteigenden Ast wäre. Und wer dann die Stellungnahmen von griechischen Experten liest, der sagt, es ist nichts verändert worden. Es ist nichts verändert worden. Der Klientelismus ist noch da, die Verkrustung der Parteien ist noch da, das Staatseigentum ist alles da. Klar, die privatisieren nicht, weil dann die zwei Drittel der Leute entlassen werden müssen. Ja, das sind ja nur Parteileute, die da sind. Also macht man das nicht. Das ist klar, jetzt Sie wieder, das ist genau die Antwort. Es gibt ökonomische Erkenntnisse und dann wiederum sagt man, der Euro ist alternativlos. So, jetzt. Oh, so. Hoppla. Ah, ja. Vielen Dank. Man könnte ja jetzt auch sagen, eigentlich der Konflikt zwischen Keynes und Hayek bzw. Schumpeter ist nicht nur ein Konflikt von ökonomischen Ideen, sondern auch ein Stück weit von politischer Kultur. Also diese Deficit Spending oder auch die Geldpumpe der Zentralbank dient ja auch ein Stück weit dazu, politische Konflikte zu entlasten, sage ich mal, oder zuzuschütten. Der Amerikaner wird vielleicht Sugarcoating dazu sagen, um so den politischen Frieden auf eine Weile zumindest kurz- oder mittelfristig zu kaufen. Und auf der anderen Seite, Sie haben das Stichwort schöpferische Zerstörung genannt, oder es fiel heute schon, ja, wenn man einfach sagt, naja gut, wir lassen eine Blase platzen und dann gehen einfach mal bestimmte Interessensgruppen, verlieren halt. Das ist eine wesentlich härtere politische Kultur. Und meine Frage an Sie, sind eigentlich in unserem parlamentarischen System die Politiker überhaupt bereit, so einen, sag ich mal, in Anführungszeichen, harten Weg zu gehen, oder entspricht eigentlich dieses Keynesianische mehr eigentlich dem, was sie gewohnt sind, nämlich immer zu versuchen, möglichst breite Mehrheiten zu bekommen und möglichst, ja, die harten Realitäten irgendwie durch Staatsausgaben ein bisschen abzumildern? Ja, ja. Zwei Antworten.
die hayek'sche Theorie und auch die Mises'sche bauen ja darauf, solche Fehlentwicklungen erst gar nicht vorkommen zu lassen. Die Idee ist ja, du musst darauf schauen, dass jetzt nicht im Nachhinein der Zinssatz angehoben wird, sondern dass im Vorhinein schon gesichert ist, dass der natürliche Zins mit dem Geldzins übereinstimmt, um es in Wichsel zu sagen. Nicht, das ist die Grundidee. Also jetzt die perverse Elastizität des Kreditangebotes sozusagen beiseite zu schaffen. Das ist die Grundidee. Die nächste Antwort ist, klar, wenn es einmal da ist, dann ist es so, dass die Schmerzempfindlichkeit von Demokratien außerordentlich hoch ist. Nicht, dass sie lieber sozusagen das tun, was dafür sorgt, dass es zwar kein Problem löst, aber zunächst einmal die Leute besänftigt. Ja? Inflation als Social Modifier, das sagen, kennen auch Ökonomen. Aber dass Ökonomen jetzt hingehen, also die Leute, die Nobelpreise bekommen haben, und dann Japan eine Theorie empfehlen, von denen wir wissen, das kann nicht zu nichts führen. Zombie-Unternehmen, Zombie-Banken sind nicht zielführend. Ja, und dann versuchen die das doch noch zu rechtfertigen. Da muss man diese Kollegen so angreifen. Bei dem anderen muss man sagen, Aufklärung. Aber generell gilt, unsere Schmerzempfindlichkeit in Demokratien ist sozusagen gestiegen. Wir empfinden Schmerzen, wir wollen möglichst schmerzlos leben. Es wird uns ja immer wieder auch gesagt, der fürsorgliche Sozialstaat ist dafür da. Dann kommt sowas natürlich zustande. Aber die entscheidende Sache ist immer, was ich eben gesagt habe, wir müssen verhindern, dass solche Blasen überhaupt erst entstehen. Und dann muss man auch sagen, muss man unsere Notenbanken angreifen. Die Notenbanken sagen nicht, der niedrige Zinssatz ist für Blasen verantwortlich. Sie sagen, das Aufsichtsorgan haben versagt. Wirklich, die Bundesbank hat das sogar gesagt, die Aufsichtsorgane in Spanien und Italien, ihre hätten versagt. Was hätten die machen sollen? Hätten sie Leute verbieten sollen, Immobilien zu kaufen, wenn sie sagten, das ist so attraktiv? Nicht, also das ist eine Reihe von Punkten, die man jetzt ansprechen könnte. Ja. Kurze Frage. Samuelsen hat ja mal vor einer einäugigen Analyse gewarnt. Nun ist er leider Keynesianer. Wer? Und Sie würden ihm mit Blick auf das zweite Auge mit Wichsel antworten. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja. Okay. Ja. Gut, das war dann kommt ein neuer. Ach, Husmann hat das gesagt. Er würde jetzt diese one-handed Ökonomen, das wäre furchtbar. Sie würden immer sagen, on the one hand you have this, on the other hand you have that. Und dann kennen Sie ja den Spruch über Keynes, ja. Wenn ein Premierminister 5 Ökonomen einlud, hatten sie 5 verschiedene Ansichten. Wenn Keynes dabei war, waren es 6. Weil eben er ein brillanter Chamäleon war. Der hat sofort immer seine Meinung auch ändern können. Nicht? Das ist, man muss sagen, also ich meine, ich liebe Keynes, weil er wirklich teilweise brillant ist. Ja, ich habe auch seine Werke original zu Hause stehen. Aber bei dem entscheidenden Punkt, ja, hat er eben jetzt seine Sicht gehabt. Und dann hat er später noch gesagt, ja gut, wenn das falsch wird, kann ich das alles revidieren. Das hat er gesagt. Aber wenn man dann genau hinguckt, dann ist er wieder das brillante Chamäleon. Dann sagt er nämlich im nächsten Satz, ja, ist richtig, dass der Markt es regelt, aber es gibt Situationen, wo er es nicht so richtig kann. Ja, und auch, hat auch nicht keinen Abstand genommen von seiner Beggar-My-Neighbor-Policy. Das ist auch ein wahnsinniger Irrtum anzunehmen. Man könnte durch einseitige Abwertung die Konjunktur und die Beschäftigung sichern. Jeder weiß, wenn ein Land es tut, machen es alle. Ja? Also diese Ceteris Paribus-Annahme. Bei Keynes. Also da sind eine Fülle von Fehlern bei Keynes drin, die die Ökonomen nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Aber man kann jetzt, danke. Meine Damen und Herren, wir haben das Feuerwerk, das erwartete Feuerwerk heute gehabt. Ich erzähle Ihnen in 2 Sätzen auch eine kurze Geschichte. Das Feuerwerk endet ja damit, dass Hayek recht hat und Keynes eben nicht. Und ich erinnere mich an eine Begegnung in Kiel im Institut für Weltwirtschaft. Der damalige, das war 1860, der damalige Beherrscher, meine Geschichte, 1868, der damalige Beherrscher der ökonomischen Theorie, Erich Schneider, war ein Keynesianer. Wir kennen alle die Bücher, Schneider 1, 2, 3 und nachher auch 4. Das war mein Chef. Und der war, wie gesagt, Keynesianer, wusste aber von Hayek natürlich viel, der in Freiburg seinen letzten Lehrstuhl hatte und lud ihn nach Kiel ein.
Und der hielt den berühmten Vortrag Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Ja, und Schneider war aufgeregt, errötete, er war Choleriker ohnehin und sagte dann, als Hayek beendet hatte, Herr Kollege Hayek, und er ging an die Tafel, malte ein Diagramm auf und sagte, können Sie das mal erklären, anhand eines Diagramms, was Sie da entwickelt haben, Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Und da guckte Hayek den Kollegen Schneider, der hochrot war und absolut nichts mit den Gedanken anfangen konnte, sagte Keynes nur, Herr Kollege Schneider, ich glaube, Sie haben es nicht verstanden. Ja? Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Mittagspause.